Dieses Video wird dir präsentiert durch das EA Creator Network. EA Sports. It's in the game. Hallihallo und herzlich willkommen zu EA Sports WRC hier auf dem Pixelhängen-Kanal mit mir, dem Ray. Ab heute darf ich zur finalen Spielversion Videos veröffentlichen. Vor ein paar Wochen noch durften wir uns ja bereits in der Preview austoben. Das hat ja definitiv schon Lust auf mehr gemacht. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, hiermit den Startschuss ins finale Spiel einläuten zu dürfen. Und dementsprechend habe ich auch was ganz Besonderes für diese, ja, man könnte schon sagen, Pilotfolge vorbereitet. Wir werden nämlich alle drei Rallye 1 Fahrzeuge der aktuellen WRC auf verschiedenen Rallyes ausfahren. Und zwar auf Schweden, Kenia und Estland. Ja, also im Prinzip diese drei Covers, die wir ja da schon sehen, stelle ich so ein bisschen nach. Ja, ich lade das Ganze mal. Ihr seht auch schon KI Stufe 100. Das ist tatsächlich die höchste Stufe, die es gibt. Und so wie ich es empfinde, ist die KI auch nochmals stärker geworden im Vergleich zur Preview. Und dementsprechend werde ich gar keine Chance haben. Aber ich glaube, es ist vielleicht gar nicht schlecht, in so einer Pilotfolge einfach schon mal zu sehen, wo startet man und wo ist man vielleicht in ein paar Monaten. Vielleicht schlagen wir die KI auf 100 irgendwann mal. Ja, ganz locker. Aber ich glaube es nicht. Egal. Wir gehen rein. Und dementsprechend starten wir jetzt in Schweden mit dem Ford Puma. Und ja, Setup-technisch werde ich jetzt nichts anpassen. Ich glaube, das ist auch noch vielleicht so der Clou, um vielleicht diese starke KI zu schlagen. Vielleicht nochmal das Setup ein bisschen, ja, vorzubereiten, entsprechend besser zu machen, um einfach, ja, die letzten Sekunden in so einer Wertungsprüfung rauszuholen. Ja, wir gehen direkt mal weiter. Normalerweise gibt es da so eine Kommentatorin und auch hier spricht quasi dein Teamchef oder so, der wird jetzt hier gerade angezeigt. Ich habe das jetzt aber gerade mal gemutet, weil die würden mir sonst die ganze Zeit ins Wort fallen. Das geht ja gar nicht. Ja, das Einzige, was ich vielleicht mache, ist, dass ich den Ersatzreifen weglasse. Ja, ein bisschen Gewicht sparen. Schadet ja nicht. Und dann gehen wir auch direkt schon rein. Ja, lassen wir die Action sprechen. Und dann gucken wir mal, wie ich mich anstelle. Ja, wir fahren so, ja, so mittellange Stages heute. Also ich glaube, die ersten beiden sollten wir so in knapp 6 bis 7 Minuten hinbekommen. Und die letzte dann, die wird ein bisschen länger sein. Da werden wir so knapp 8, 9 Minuten unterwegs sein. Vielleicht auch das noch zur Info. Der Day-One-Patch fehlt noch. Dementsprechend gibt es noch ein paar Performance-Probleme. Und die Grafik, mit der ich jetzt gerade aktuell unterwegs bin, ist auch nur hoch, nicht ultra. Ja, also das kann man vielleicht auch nochmal dazu erwähnen. Start 130, 3 rechts, viel Glück. Und eine letzte Sache noch, bevor ich dann still bin und gleich die Action sprechen lasse. Alle wichtigen Hardware-Infos, mit welchem PC ich unterwegs bin, mit welchem Lenkrad, dies, das, steht alles in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit Schweden zum ersten Mal hier von EA Sports WRC, weil zur Preview durfte ich die noch nicht zeigen. Let's go! Es ist auf jeden Fall rutschig. Aber es macht Spaß. Und es ist sehr weiß. Ja, ich werde jetzt nicht so viel labern. Ich muss ein bisschen zuhören. Aber es ist immer noch so, bei der KI habe ich das Gefühl, in kurvenreichen Sektionen ist sie viel schneller. Also als ich zumindest mal. Und wenn es geradeaus geht, da hole ich dann meistens ein bisschen auf. Also genau das Kontrastprogramm, wie es eigentlich in Dirt Rally 2 immer bei mir war oder auch in WRC Generations. Ja, die Lenkradbewegungen sind fast 1 zu 1. Allerdings ein bisschen verzögert, also vom Ingame-Lenkrad. Späte 3 links, macht auf, lang, 80.
4 rechts, nicht schneiden. Macht auf, in rechts über Kuppe, in 5 links. Dieses Weiß in Weiß ist gar nicht mal so einfach. Und 6 rechts, in Brücke. Das blendet ganz schön. Rechts über Kuppe, 40. 2 links und 3 rechts, halb lang. Macht auf, 30. Späte 2 links, halb lang. Und leicht rechts, nicht schneiden, 40. Oh, das war... Ja, komm, komm, rette dich, rette dich, rette dich. Oh, Glück gehabt. 4 rechts und 5 links. Achtung, in Kuppe und 2 rechts. Macht auf, halb lang, 40. Späte 3 links, lang. 120. Kuppe, 80. Rechts kurz und links über Kuppe 30. 4 rechts kurz über Welle 40. 6 links, nicht schneiden 120. Spät 6 links über Kuppe 40. 4 rechts lang 120. 6 rechts 30. 5 links kurz, nicht schneiden und späte 4 rechts 50. Späte 3 links, halb lang nach zu, nicht schneiden. Und 5 rechts, sehr lang, bremsen. Und abzweigen, scharf rechts, verdeckt. Und 6 links, 240. 6 links, macht zu und späte 6 rechts, über Kuppe. In leicht links, 60. Links über Kuppe, 250. Einfach mal mit 200. 6 links über Kuppe, 60. Fast 200 Sachen da langballern. Ah, ich sollte nicht labern, mich konzentrieren hier ein bisschen. Spät, 5 rechts über Kuppe, nach zu. Und 4 links kurz über Kuppe. Und 6 rechts. Und 5 links, 80. Leicht links, 50. 6 rechts über Kuppe, lang. 80. Links über Kuppe 70. Leicht links, halb lang 170. Aber es macht echt Laune hier Kuppe über den Schnee 70. Zu ballern. 5 links, macht auf 70. 4 rechts kurz, über Welle 90. Leicht rechts über Kuppe. Rallye ist einfach geil. Langsam. 6 rechts, nicht schneiden 80. Abzweigung, 1 links kurz 70. Leicht links über Kuppe 40. 100. War richtig Regen oder Schneerunde? Eher Schnee. Links über Kuppe 50. Sicht. 5 links scharf über Kuppe 80. Kuppe und Sprung. In 6 links macht auf 80. Rechts über kleine Kuppe 30. Und links über kleinen Sprung 90. Links über großen Sprung 50. Leicht rechts in Kuppe 70. Kleiner Sprung 70. Links über Welle, 50. 6 rechts über Kuppe, mach zu. 4, kurz über Sprung. Und 5 links, 40. Späte leicht links, sehr lang, über Kuppe. 140. Langsam, 6 rechts über Kuppe. Man blendet es jetzt nicht mehr so. 3, nach Kreuzung, 120. Über Ziel, in Kuppe, bis Stopp. Okay, das ist deine Zeit. Okay. Von 5 Minuten. Aber ich glaube, wir waren in der Startreihenfolge, da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, glaube ich, Zweiter, weil bis jetzt war nur die Zeit von Sebastian Ogier oben rechts angezeigt, habe ich aus dem Augenwinkel gesehen. Und die haben wir, glaube ich, geschlagen, aber ich glaube, im Gesamtranking dürfte das nicht gereicht haben, so ist es. Ja, es kommt ja immer auf die Startreihenfolge an. Aber hey, Fünfter trotzdem, also, ne, wie gesagt, ist schon mal ein guter Ausblick, da habt ihr vielleicht auch schon mal so ein Gefühl, okay, der Ray fährt so und so, ich bin aber viel besser wie der Ray, der kann ja nix. Von dem her, die knapp 16 Sekunden, die mir da fehlen, auf Lappi hole ich easy ein, dann perfekt. Wenn du aber sagst, oh nee, so gut wie ein Ray bin ich nicht, dann ist 100 vielleicht nicht meine Klasse. Ah, vielleicht kann man daran ja ein bisschen was abschätzen. Ich finde, man soll sich ja einfach mal am stärksten messen. Bei der Ready finde ich es jetzt auch nicht schlimm. Und selbst wenn ich jetzt Letzter werde, geht es ja auch ein bisschen auch um den Eindruck, wie sich das Fahrzeug fährt, wie es klingt, wie die Stage aussieht. Wir können vielleicht auch ganz, ganz, ganz kurz ins Replay gehen. Zu lang möchte ich es natürlich auch nicht machen. Ich muss gerade mal gucken, wo ist denn... Ich weiß gar nicht, wo ich aus... Ah, hier kann ich ausblenden, glaube ich, genau.
Ja, so sieht es eigentlich ganz geil aus. Aber es ist einfach vollkommen verrückt, damit 180, 190, also fast 200 Sachen da durchzuballern. Das ist voll komplett verrückt. Ja, was man auch noch vielleicht dazu sagen muss, bei mir macht es oftmals Probleme, wenn irgendwie Funken schlagen oder auch wenn irgendwie mehr Dreck aufgewirbelt wird, in dem Fall jetzt Schnee. Deswegen habe ich mal die Partikeleffekte bei mir auf ganz niedrig gestellt. Sprich, die sehen jetzt wahrscheinlich bei mir auch nicht so geil aus. Also ich glaube, grafisch geht da schon nochmal ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, Day One Patch fehlt noch. Ich glaube, ein entsprechender Grafiktreiber fehlt auch noch. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme. Also da kann sich noch bis zum Release ein paar Tagen was ändern. Ich glaube, man kann aber auch jetzt schon heute spielen, wenn man vorbestellt hat oder irgendwie sowas. Also sie haben doch irgendwie einen Early Access da noch gemacht. Ich glaube, ursprünglich war keiner geplant. Jetzt ist er dann doch da. Wie auch immer. Aber ansonsten, ja, gerne Vorschläge machen, wenn ich irgendwie eine coole Kombination fahren will. Also dann nochmal eine komplette Rallye mit einem Fahrzeug oder einer Fahrzeugklasse. Also deswegen, da können wir richtig spontan sein, einfach mal alles querbeet fahren. Denn, das kündige ich jetzt auch nochmal an der Stelle an, die Karriere wird sich definitiv verzögern hier auf dem Kanal, weil bei der Karriere möchte ich gerne wirklich mit Wheelcam arbeiten. Zwischenzeitlich vielleicht auch kurz die Facecam einblenden, dass man auch mal mein angestrengtes, schwitzendes Gesicht sieht. Aber hauptsächlich halt die Wheelcam möchte ich euch halt zeigen. Und das ist aktuell aber nicht möglich, weil mein Rig aktuell eher mobil ist und nicht stationär. Und deswegen ist es dann mit Kameras aufstellen ein bisschen kompliziert. Dementsprechend, das wird noch ein paar Wochen dauern. Deswegen, die Karriere wird sich definitiv verzögern. Und wahrscheinlich wird es auch so sein, dass die Karriere eher im Livestream gemacht wird. Allerdings keine Sorge, es wird natürlich eine Aufzeichnung geben. Dementsprechend kann man das auch nachgucken. Das ist schon mal so als Ankündigung zwischendrin. Und jetzt aber genug geschnackt, denn jetzt mache ich einen Fehler, das will kein Mensch sehen. Wir gehen zum nächsten Event. Und jetzt wird's richtig brutal. Jetzt dürfen wir nochmal wählen, das finde ich auch cool. Jetzt können wir nämlich auf einen Toyota-Jahres wechseln. Denn jetzt kommt Kenia. Und Kenia ist, glaube ich, jetzt schon, das kann ich schon sagen, ist, glaube ich, echt die wildeste Rallye überhaupt. Also, ich gebe es auch ehrlich zu, ich bin die Etappe jetzt einmal im Vorfeld schon mal gefahren. Also ich fahre die jetzt nicht komplett blind. Aus gutem Grund, weil ich genau wusste, Kenia wird mich umbringen. Und ja, ich habe mich mehrfach überschlagen bei diesem Versuch. Und dann dachte ich, ja okay, wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Ja, haben wir jetzt hier auch, glaube ich, Morgenstimmung. Das müsste Morgenröte sein. Ja, hier wäre es, glaube ich, vielleicht gar nicht verkehrt, den Ersatzreifen mal drin zu lassen, oder? Ach, egal, wir waren trotzdem raus, was soll's. Und ja, wir machen keinen Shakedown. Auch hier gehen wir direkt rein in die ganze Geschichte. Und dann gucken wir mal. Oh yeah, okay. Ja, mein Co-Pilot muss ich, glaube ich, noch umbenennen. Beide Held, klingt Start, irgendwie komisch. 50, 4 links, viel Glück. Ja, Glück werde ich brauchen. Nein, ich mach keinen Sinn. 5, 4, 3, ich konzentriere mich jetzt. 2, 1, go. 50, 4 links scharf, in 3 rechts und 3 links, 30, 5 rechts, 70. Vor allem ist es halt ganz anders, weil das so uneben hier ist. Ihr werdet auch gleich sehen, was für Schlaglöcher hier sind. 6 links, 100. 6 links, 80. Leicht links kurz, 180. 5 rechts kurz, 70. 4 links, macht zu, über Kuppe, 40. 6 rechts und kleine Kuppe, 100. 4 rechts, lang, 50. 5 rechts, macht zu, 30. 4 links kurz und 6 rechts, 160. 6 links, 30, leicht rechts, 50, 4 rechts, nicht schneiden, 60, 3 rechts und 4 links, nicht schneiden. Und dass man hier überhaupt mit dem Auto langfährt, ist einfach komplett geisteskrank. Leicht rechts, 80, Kuppe, sofort 3 rechts, 50, 6 links, langsam, 60. Abzweigung, kehre links. 40, 3 links, halb lang, 170. Sprung, 80. Kuppe, in 4 rechts, durch Senke, 70. 5 rechts, über Welle, in 4 rechts kurz, über Kuppe, 50. 1 links über Kuppe, innen und 4 links, 40. Leicht links, langsam,
Und 2 rechts. Mach zu. 1. 40. 4 rechts. Halb lang. 190. Langsam. Scharf links. Verdeckt. Und Abzweigung. Scharf rechts. 30. Also Fahrhilfen vielleicht noch interessant, habe ich alle aus. Also keine TC, keine ABS. Ich glaube, in der Realität fahren sie auch komplett ohne. Aber bin ich mir nicht mehr sicher. Boah, starke Welle, ja. Boah. Alter. Wenn du das im Motion Rig fahren würdest, dann. Gut, das war dumm. Komm, ich muss mich konzentrieren. Nicht labern. Das hat jetzt richtig Zeit gekostet, wollen wir nicht drüber reden. Abzweigung scharf rechts. Leicht schneiden. 120. 5 rechts. Und 6 links. Langsam 50. Leicht rechts, leicht links, in Abzweigung scharf rechts. 70, Abzweigung scharf links. 70, kleine Kuppel. Weil diese Felsbrocken auch, ne? 120, langsam. Großer Sprung, 70. Abzweigung scharf rechts über Kuppel. Und 4 rechts. Das ist halt aber kein Weg. 3 rechts kurz, 50, 6 rechts, lang, 80. Tiefe Senke, in Kuppe, und 3 rechts, kurz über Kuppe, 70. Ich hab ihn noch nicht überschlagen, ich bin gerade echt happy. Und dann 70. 6 rechts über Kuppe, 30, 3 links kurz, 60. Abzweigung, 2 links, über Kuppe, 100. Rechts, 30, Abzweigung, 1 links, über Kuppe, wird enger, und Abzweigung scharf links, bergauf, und rechts über Kuppe, 100, Sicht, verdeckt, 1 rechts, macht zu, 120, Kuppe, 100, Doppelachtung, Sprung, 40, Abzweigung scharf rechts, 40, Kuppe, 80. Kuppe und 6 links. Langsam 40. Abzweigung scharf rechts. In Kuppe. 150. Abzweigung scharf links. 100. 4 links. 80. Langsam leicht links. Und Abzweigung scharf rechts. 100. Oh mein Gott. Voll falsch eingeschätzt. Kuppe, langsam, 60, scharf links. 30, Kuppe, 80. Abzweigung, 1 rechts, über Kuppe. 230. Abzweigung, scharf links. 190. Ein bisschen früher bremsen, bitte. Abzweigung scharf links. 160. Also Kenia ist verrückt. Aber ey, nicht überschlagen. 70. Vielleicht hätte ich meinen First Take auch mal aufnehmen sollen. Ja, ich ständig überschlagen, ey. Okay, das ist eine Zeit von 5 Minuten. 49,5. Aber ich glaube, es gibt schon mal einen ganz guten Eindruck. Ich meine, in Kenia gibt es auch noch diese ganz, ganz schnellen Bereiche oder Abschnitte. Die war jetzt hier bei der Wertungsprüfung gar nicht dabei. Ich glaube, das ist noch mal viel mehr verrückt. Ja, da war ich jetzt 21 Sekunden langsamer, ey. Das ist heftig, ne? Aber keine Chance auch. Ich kriege immerhin ein Meisterschaftspünktchen, kriege ich damit. Nee, krass. Also, ich glaube, hier musst du auch wirklich. Ich meine, ich bin nicht gut gefahren. Oder was heißt nicht gut gefahren? Halt, ne? Da geht natürlich so nochmal mehr. Ich darf natürlich die Fehler nicht machen. Und aber auch. Und aber auch, ich glaube, Setup macht, glaube ich, da dann am Ende des Tages auch wahrscheinlich viel aus. Und wie gesagt, die KI ist
finde ich, mein Empfinden zumindest mal. Aber vielleicht stelle ich mich in den Kurvenbereichen auch nicht gut an, aber ich finde, je langsamer Abschnitte drin sind oder je mehr Kurven drin sind, desto stärker ist die KI. Je mehr Vollgasanteil eine Wertungsprüfung hat, desto eher kommst du an die Zeiten ran. Also da ist sie irgendwie langsamer. Also das war in der Preview schon so, das ist jetzt aber hier in der finalen Version genauso. Aber wie schon gesagt, jetzt in der finalen Version finde ich sie sogar nochmals stärker. Aber hey, finde ich auch gut. Da hat man auf jeden Fall was, an was man sich auch messen kann. Ja, und jetzt eben in der Außensicht, finde ich, sieht es auch nochmal viel spektakulärer aus. Dadurch, dass ich ja in der Cockpit mit einem sehr geringen Field of View fahre, wirkt vieles, glaube ich, gar nicht so schnell oder so spektakulär. Ich denke nämlich auch manchmal, wenn ich Videos oder Livestreams von anderen YouTuber-Streamer sehe, denke ich immer so, boah, Alter, wie die da durch die Etappen fliegen und so, ist ja heftig. Und dann gucke ich mal auf die Zeiten, wo die fahren, und denke so, hä, da bin ich ja 20 Sekunden schneller. Also jetzt nicht übertrieben gesagt, aber die fahren halt einfach mit einem übertrieben krassen Field of View und ich halt mit so einem geringen, und deswegen wirkt das natürlich dort viel schneller und spektakulärer und bei mir vielleicht ein bisschen entschleunigt. Aber ich glaube, gerade eben so diese Replays zeigen dann nochmal, dass ich da eigentlich schon ganz ordentlich durchfliege. Aber ja, ich freue mich echt riesig drauf auf diesen Titel. Das jetzt, wie gesagt, nur die Eröffnungsfolge. Und mal gucken, was da auch für Erfahrungswerte ich sammle. Gemeinsam vielleicht auch mit euch, mit der Community. Ich denke, da können wir uns ja auch prima austauschen. Auch gerade, wenn es um Setups oder so geht, vielleicht um ein bisschen Tipps, Tricks oder auch vielleicht um Fahrstile oder so. Keine Ahnung. Da habe ich schon auf jeden Fall auch Lust drauf auf das, was da alles noch kommt. Wir gehen jetzt aber weiter, denn ein Fahrzeug steht natürlich noch aus, und zwar der Hyundai i20. Mein Liebling, muss ich ehrlich gestehen. Und da geht es ja, wie gesagt, zur Rallye Estland. Und die habe ich ausgewählt. Ich glaube, das ist nicht die Etappe, die man auf diesem Cover sieht. Aber es ist halt, Estland ist das letzte, was ich in WRC Generations gefahren bin. Auch mit dem Hyundai. Und dementsprechend dachte ich, komm, dann schließt sich so vielleicht so ein bisschen jetzt der Kreis oder man macht da irgendwo weiter, wo man aufgehört hat. Hier fahren wir jetzt aber nicht in der Morgenröte, sondern in der Abendröte. Auch hier würde ich sagen, sparen wir ein bisschen Gewicht. So ist es. Und dann geht es auch hier direkt rein. Ja, auch hier kein Shakedown. Und wie gesagt, die ist ein bisschen länger, 17,1. Allerdings ist auch die Rallye an sich ein bisschen schneller. Viele Kuppen auf jeden Fall. Und ja, wir gucken mal, wie es läuft. Ich wünsche dir jetzt auch schon mal viel Spaß. So, Licht. Brauchen wir, glaube ich, erstmal noch nicht. Wollen wir ein bisschen die Abendstimmung genießen. 5, 4, 3, 2, 1, go. 4 links, macht auf, in Kuppe, 60, leicht links, 80. 5 rechts über Kuppe, macht zu und 5 links, in 6 rechts, macht auf, 40, Kuppe, 70. Schwierig. 40, rechts über Sprung, 60, 5 links, innen, 60, links über Sprung und 4 rechts, Halbland und Wallen. 60, links über Kuppe, 170. Großer Sprung, mittig halten, 40, leicht rechts und 6 links, nicht schneiden, langsam, 70, kleine Kuppe, in 3 rechts, lang. 30, kleine Kuppe, 40, 6 links, macht zu, 4, 50, leicht links, und Kuppe, 160, 4 rechts, macht zu, 30, 3 links über Kuppe, macht auf, Sicht. Und Abzweigung, scharf rechts, 60, kurz, 5 links, 5 rechts, 50, leicht links, sehr lang, mach zu. 5 links kurz, Übersprung, 50. 6 links und 6 rechts, halb lang. Und Sprung, 100. 6 rechts und 5 links kurz, über Kuppe, 160. 4 rechts kurz, nicht schneiden, 50. Spät, 4 links Übersprung, macht auf, 6, 50. Großer Sprung, 90. Leicht rechts über Kuppe, 70. Oh mein Achtung, Gott. 4 links über Sprung, 100. Abzweigung scharf rechts, nicht schneiden.
6 hoch links. Ja, sagt noch nicht, schneiden und ich mach's trotzdem. 20. War nämlich so ein kleiner Fels, schön drüber gejuckelt. Und 5 rechts, halb lang, nicht schneiden. Und 2 links scharf und links über Kuppe, 100. Ja, die Rallye ist natürlich so gesehen ein bisschen entspannter, die ist ein bisschen breiter, schneller. Aber diese Kuppen sind halt gefährlich im Sprünge. Weil du halt nicht siehst, was dahinter ist. Wenn du da falsch abspringst, dann vorbei. Ist sowas zum Beispiel, das könnte jetzt nämlich, ja genau, guck mal. Wenn du da nicht aufpasst. 140, Sprung, mittig halten. Und leicht links, 70, 6 links, mach zu, 50, 6 rechts, mach zu, in rechts übersprung, 90, 5 rechts, macht auf und kuppen, langsam, in 6 rechts, 40, Abzweigung, 1 rechts, 70, Achtung, Sprung, sofort 5 links und 1 rechts kurz, nicht schneiden, in 2 links kurz und kuppen, 40, weite Kehre links, nicht schneiden, macht auf, 4, 30, Sprung und 1 rechts, halblang mach zu, nicht schneiden und 2 links, mach zu und Sprung und 5 links, in Abzweigung 1 links, kurz in 6 rechts, 6 links, nicht schneiden und Abzweigung. Wir sind zu schnell, Vorsicht, die Felsen sind halt so fies. 30, Kuppe. Aber guck mal, kaum kommen ein paar engere Kurven, bist du im Abstand links auf einmal komplett hinten dran. Das ist krass, also ich weiß nicht, ob das so sein soll oder ob ich da wirklich zu langsam bin in den Kurven, aber wie gesagt, ein Dirt Rally 2 und auch in WRC Generations waren eigentlich diese langsameren, kurvenreichen Abschnitte eigentlich eher immer meine Stärke und die schnellen Abschnitte meine Schwäche. Jetzt ist es umgedreht, deswegen glaube ich noch nicht so ganz dran, dass es bei der KI so richtig ist. Vielleicht gibt es auch nochmal ein Update. Mal gucken. Hier rechts, lang. 90, Kuppe, 120. Kleine Kuppe, langsam, 130. Kuppe, rechts halten, 50. Schikane, rechts, Eingang. Okay, ich dachte gerade irgendwie. 60. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Egal, 60. Überlebt. Leicht links. Machen wir mal Licht an. 200. Mal wieder ein bisschen zuhören, was er sagt. 100. Kleine Kuppe 30. Abzweigung 1 links. Gut bahnen. 70. Kuppe 80. Leicht rechts. Lang. In Kuppe 70. 5 links. Halb lang. 180. Kuppe 370. 370 geradeaus, okay. Alles klar. Also sind die Meteranzahl 370 Meter jetzt geradeaus. Leicht rechts, über Kuppe, 80. 6 rechts, langsam, 110. Abzweigung scharf rechts, umballen. Umballen, alles klar. Dann fahren wir um den Ballen. Abzweigung scharf links, umballen. Nochmal um den Ballen. 150 wird enger, kleine Kuppe. Ja, Ansagen habe ich schon auf am frühesten eingestellt, aber meiner Meinung nach, gerade bei diesen schnellen Fahrzeugen, müsste es nochmal eine Einstellung geben, dass er nochmals früher die Ansagen bringt. Ich finde, zum Teil kommen sie ein bisschen zu spät. 70, langsam, 6 links über Kuppe und 3 rechts, 70, leicht links über Kuppe, leicht rechts, 120. Oh, Vorsicht. Achtung, 6 links über Kuppe, mach zu, 5, 100. 3 rechts kurz, 100. 6 links, 90. Spät, 6 links über Kuppe, nicht schneiden, 50. Leicht rechts über Kuppe und Kuppe. Oh, das war nicht gut. Links über Kuppe, 130. Hab ich schon den Baum gesehen, nee, nicht ganz ehrlich. 6 links, nicht schneiden und Kuppe, 80. 6 links über Kuppe, fehlen. Wie schnell wir hier durchballern? 6 rechts, mach. Echten Rallye-Fahrer sind so lebensmüde, Mann. 40. Kuppe 30. Kuppe und 3 links kurz. Nicht schneiden. 80. Schikane rechts Eingang. 230. Gut, dass es Schikanen gibt, sonst wäre es ja noch zu schnell. Über Kuppe, 90. 6 links über Kuppe und Welle in
6 rechts. Macht auf. Über kleinen Sprung. 100. Wellen. In leicht links. Sehr lang. Macht zu. 5. Über Kuppe. Und leicht rechts. In leicht links. 40. Kleine Kuppe. In 5 rechts. Macht zu. Und ballen. In 5 links. 70. Langkuppe. 30. 4 links. Lang. Langsam. 120. 1 links, bei Haus und leicht rechts, 80. 3 rechts, macht auf, in Kuppe, 60. 3 links kurz, 170. 5 rechts kurz, oben Balle, 100. Langsam, Kuppe, 40. Scharf rechts kurz, oben Balle und 6 links, halb lang, 50. Über Kuppe und 6 links. Überziehen. 100 bis Stopp. Okay, das ist eine Zeit von 8 Minuten. 5,2. Okay. Wunderbar. Haben wir es doch einigermaßen überlebt. So, ich glaube, das war doch die beste. Ja, guck mal, sogar Zweiter geworden. Ja, ja gut, gegen Kalle kann man mal. Verlieren. Vor allem, der ist mit Mediums gefahren, nicht mit Weich. Das heißt, ich hatte da ja auch noch mal ein bisschen vielleicht einen Vorteil. Aber das sollte mir ein bisschen ein paar Pünktchen gebracht haben. Ja, 18 Stück, die nehme ich natürlich gerne mit. Wie sieht es im Gesamtranking aus? Erstmal hier den Zweitplatz mitnehmen, jawohl. Fünfter! Ja, ist okay. Kann ich mitleben. Also, ich meine, da sind ja auch wirklich krasse Leute mit dabei. Und für einen Auftakt ist es auch schon mal ganz gut. Also, ich weiß natürlich nicht, wenn ich die Karriere dann mal starten sollte, ob ich dann wirklich bei einer 100er KI die Karriere mache. Ich glaube, da kriege ich ziemlich aufs Maul, wenn die wirklich so stark ist. Aber mal gucken, was sich so entwickelt. Ich glaube, das ist aber trotzdem schon mal jetzt ein schöner Ausblick gewesen. Auch für dich, was so die KI drauf hat auf der höchsten Stufe. Und ja, ansonsten soll es gewesen sein mit dem Auftakt. Vielleicht gibt es heute nochmal ein Video zur Feier des Tages. Dann vielleicht sogar mal mit einem klassischen Fahrzeug. Mal gucken. Vielleicht ist nicht direkt Gruppe B. Ja? Man muss sie nicht gleich übertreiben. Vielleicht aber doch. Mal gucken. Ansonsten bestimmt auf jeden Fall die kommenden Tage. Also ich versuche jetzt schon natürlich auch sehr regelmäßig jetzt ein paar Videos natürlich auch dazu zu machen. Gerade wenn die Karriere noch nicht startet, das zumindest mal durch die verschiedenen Klassen, durch die vielen historischen Fahrzeuge, die wir haben und vor allem die vielen Rallye-Locations, dass da immer schön auch ein bisschen Abwechslung mit dabei ist. Und wie schon gesagt, Vorschläge immer gerne auch in die Kommentare oder wenn du in den Kommentaren einen geilen Vorschlag siehst, wo du sagst, oh, das würde ich auch gerne sehen, gib einfach dem Kommentar ein Däumchen nach oben. Oder schreib auch darunter, jawohl, geil, genau, das will ich auch. Wie auch immer. Ich lasse dich noch mal ein paar Sekunden hier mit alleine und dann bin ich aber raus an der Stelle. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich freue mich riesig drauf, ich hoffe, du auch. Und dann würde ich sagen, einfach bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao.